Moin Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir unsere allererste große Fahrradtour. Circa 200 Kilometer, bisschen mehr. Nicht alleine mit dem Laris. Genau. Wir zeigen euch mal unsere Fahrräder. Das ist einfach mein Fahrrad. Hier Lenkerrolle 15, 20 Liter sind das, glaube ich. Isomatte. Dings. Wir haben drin eine Sonnenbrille, Buff, ein Tool. Messer, zwei Riegel, extra Akku und das war's. So, dann Helm einmal, da unten noch eine Flasche und das war's schon. Dann habe ich halt noch meinen riesigen schwarzen Rucksack, da den Militärrucksack. So, dann geht's rüber zu Laris. Mein Fahrrad ist das von Paul, nur eine Stufe schlechter, auch von Cube. Ich habe hier eine Matratze mit Kabelbindern dran gebracht. Da ist mein Fahrradschloss, ein Helm. Ja, das war es eigentlich auch. Ich habe auch noch ein bisschen Gepäck dabei. Schlafsack hier vorne schon gemacht. Ja. So Leute, es geht los. Wir haben gerade 350 Meter als Strecke. Ich habe mein ganzes Navi so gesagt zurückgesetzt. Das heißt, alle Kilometer, die wir nachher als Gesamtkilometer haben, sind wir auch gefahren. Jo, es geht jetzt auf jeden Fall los. Heute machen wir 70 Kilometer, 6 Stunden soll das Ganze dauern. Ich habe auf jeden Fall Bock. So Leute, wir sind gerade am Rollen mit 40 km/h gerade den Berg runter. Es geht auf jeden Fall richtig gut los. Ich habe richtig Bock auf die Scheiße, ne? Meine Lenkerrolle hängt schon ein bisschen schief, aber ich hoffe, das wird kein Problem sein. Ja. Eben noch ein paar Startkomplikationen gehabt. Navi läuft jetzt aber. Und ja. GoPros. Wow. Bisschen am Rutschen, aber alles gut. Ich hab Bock auf jeden Fall. So Leute, wir müssen jetzt hier hoch. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Ja. Lustig. Ein Zehntel ist geschafft. 7 Kilometer. Ich hab mir die ultra frische Brille aufgezogen. Ich schau richtig gut aus, Digga. Holy shit. Und da geht's jetzt hoch. Let's fucking go. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann, wenn ich mal näher komme, aber hier ist so eine Rinne. Und man muss halt quasi so die Treppen hochschieben. Jo, jetzt geht's da hoch und dann. Jo, ein Zehntel ist geschafft. So Leute, kurz Standpause gehabt, weil ich GoPro abmontieren musste, weil irgendwie die Halterung jetzt ein bisschen am Spinnen ist. Wir sind gerade den dunklen Regen entkommen. Es schaut wirklich aus wie Italien. Wenn man hier guckt, überall die ganze Zeit schon Weinberge. Meilenweit. Wir kommen von geradeaus. Also quasi, wir sind jetzt hier. Zack, zack, zack. Und dann da hinten den ganzen Weg kommen wir her, da hinten. Und jetzt geht es hier auf so eine richtigen Pflastersteinstraße. Oder wie nennt man das? Hier geht's jetzt lang. Wir suchen gerade nach einer Bank, dass wir Pause machen können. 20% sind fertig. 14 Kilometer. Machen wir 70. Jo. Wir schaffen das. Easy. So Leute, der kleine Dulli hat hier Kette ein bisschen auseinandergenommen. Ja, eine Seite dritter Gang, andere letzter. Ja. Ich muss das hier jetzt rauskriegen. Ist halt schön. Schön hier drinnen, ne? Ich brauche ein bisschen mehr Kette. Und genau so, ja. Ja. Lass bitte nicht bewegen, ja. Das eins noch höher. Aha. So, jetzt musst du nur einmal schalten. Wow. Repariert, let's go. So. Ja, easy klappt. Oh, warte noch mal weiter, dreh mal weiter. Ja, okay, alles gut. Super. Stabil. Hat geklappt. Geil. Jetzt geht's hier hoch. Wir suchen eigentlich nach einer Bank, dass wir ein bisschen Wasser nachfüllen können. Ich weiß nicht, ob wir das schon eben gesagt haben. Es geht weiter. So, Leute. Eine Bank ist gefunden, endlich. 17 Kilometer. Boah. Einfach hier ein Chill.
Gewitter, Regen. Das Lustige ist, das ist genau halt an der Autobahn. Ja, Mann. Das ist ein bisschen Arsch. Aber wir haben den Regen gedodged, du. Aber sonst ist ganz okay. Es bockt auf jeden Fall. Haare sehen auch noch fresh aus. Ich habe auf jeden Fall ultra Bock und jetzt fängt es an zu regnen. Ja, den Don ist gedodged. Digga. Ich fick mein Leben, egal. Es geht nachher noch weiter. Wir machen kurz trinken, bisschen essen und dann geht es endlich weiter. So Leute, kleines Update. Wir haben jetzt schon irgendwie 19 Kilometer oder so geschafft. Das fucking Fahrradding tut nicht ganz messen. Ich kann euch das Ganze mal kurz einblenden. Ich glaube 19,2. Wir haben jetzt noch 5 oder 6 Kilometer. Dann sind wir am ersten richtigen Pauseort, wo wir dann einkaufen gehen und so. Ich habe richtig geil. Das Ganze wird Koban-Gondorf sein. Quasi Moseltour. Oh, da hinten ist ein Hase. Ja, ein Hase. Kaninchen oder so. Ich weiß, das sieht man safe nicht. Da ist so ein kleiner Kaninchen am Hoppeln. Naja, auf jeden Fall. Sagen wir mal halbe Stunde und wir sollten da sein, hoffentlich. Es geht jetzt nur noch ein kleines Stück nach oben. Und dann geht's nur noch nach unten und geradeaus. Ich habe so Bock da drauf. Es wird geil. Nur am Ende müssen wir nochmal hoch. Wir fahren nämlich, wir übernachten in der Schutzhütte. Und ja, ich habe richtig Bock. Let's go. So Leute, es geht weiter. Es ist eine wunderschöne Aussicht gerade. Bisschen wackelig hier mit einem Arm, aber es ist ultra fucking geil. Naja, wir sind vielleicht vom letzten Video Kilometer gefahren wieder. Diesen scheiß Berg hoch jetzt. Und wenn wir da hinten sind, oh, dann geht es nur noch bergab. Ja, wir sehen uns. Ja, jetzt schon. So Leute, wir gucken jetzt mal, wie das Ganze wird. Wir sind schon ein gutes Stück runtergefahren. Es ist ultra geil, ne? Ja. Von 1 bis 10, sag mal. Bisher würde ich so sagen 6 bis 7 von 10. Nein, ich meine jetzt den Weg runter. Ach so, der Weg 8 von 10. Ja, der ist geil. Der ist wild. So, es geht jetzt da hinten runter. Wir haben leider schon die Hälfte gefahren ungefähr von dem Weg. Ich hatte das halt alles nicht jetzt bereit. Und wir sind auch eben über einen ganz komischen Weg gefahren, der so... wie, als wenn da ein Bombenfeld explodiert oder so. Da war so eine Asphaltierstraße, die komplett aufgerissen war. Also das war richtig schlimm. Let's go. Ich muss gucken, wie ich fahre. Ich habe keine Lust, dass ich... also ich möchte auch, dass ihr was seht. Ich fahre, glaube ich, einfach so. Ich mache den Sattel ein bisschen runter. Das ist auf jeden Fall ultra geil, der Weg hier. Wir haben jetzt 24, wir gehen mal richtig hoch mit dem Tempo. Hier rennt auch irgendein See. 30 fahren wir gerade. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich habe so viel Gewicht auf meinem Lenker. Wow. Boah! Ach du Scheiße. Boah. Alter, was war das denn? Ich musste zwei Jumps raushauen. Digga, hast du mich gesehen? Nein. Ich hatte das Gefühl, mein ganzes Fahrrad ist gerade auseinandergefallen. Ey, ich habe das Gefühl, irgendwas ist abgefallen oder so. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, ich hoffe es. Digga, ich schwöre, es macht ganz, auch das hier die ganze Zeit so dagegen. Ich musste zwei Sprünge raushauen. Ich bin zweimal fast hingefallen. Bro, ich bin, oh mein Gott, zum Glück haben wir gebremst. Ich bin so gesprungen, auf einmal komplett in dieses Dings geprallt. Aber zum Glück haben wir gebremst. Also ihr habt schon ganz gut ausgespült, muss man wirklich sagen. Da muss man auch immer aufpassen mit den Hunden und so, dass einem da kein Hund reinläuft. Okay, ich glaube, wir sind fast unten. Oh, mein Knie hat es aber auch schon ganz schön abbekommen jetzt. Oh, da kommt eine ganze Gruppe von Menschen. Hallo. Hallo. So, jetzt ist die Frage, wo lang? Ich würde mal sagen, hier lang. Und war das geil oder war das geil? Das war zu geil. Das ist, glaube ich, das älteste Verkehr-Durchfahrt-Verbot, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, Digga. Ja.
Wir fahren jetzt gerade, ist Plan, Supermarkt in Kobern-Gondorf, der Rewe. Und dann geht's nach Cochem. Jo. Also es sieht hier schon richtig nach Kobern-Gondorf aus hier. Das sind nämlich über diese Weinberge mit Weintrauben, es ist insane. Oh, scheiße. Das hat. Ja, Bro, guck mal bei mir, Digga. Das hängt auch irgendwie so halb auf die eine Seite mehr. Als ob ich Scheinwerfer hätte, hä? So, Leute, wir sind da. Mein Fahrrad passt leider nicht in dieses Dings rein. Deswegen lassen wir das jetzt so stehen. Wir packen jetzt noch Schloss drauf und dann geht's rein. So, Jungs, wir haben jetzt diese Burg dort oben im Blick. Und jetzt so ein bisschen gegessen. Wir haben uns hier irgendwas so geholt. Ich habe hier noch, was ist das? Eine Kebab-Style-Bowl mit Kutschatschalat, Rotkohl und Hähnchen. So, Leute, wir sind wieder am Fahren. Seit gute 15 Minuten, würde ich mal sagen. Und ja. So, noch anderthalb Stunden bis nach Cochem. Ich habe das Ganze eben noch mal festgeschnürt. Sieht gut aus bis jetzt. So, Leute, wir machen kurz Pause wegen dem Regen. Ich weiß jetzt nicht, wann wir uns das letzte Mal gemeldet haben. Wir sind jetzt angeblich bei 40, stand da gerade, ja, 40. Auf jeden Fall fahren wir jetzt 20 Kilometer nach Cochem. So, es ist maximal nass. Wir stehen mit den Rucksäcken hier. Die Fahrräder sind da, es ist richtig am Regnen. So, Jungs, jetzt wird erstmal ein bisschen gegessen. Wir sind gerade einen Ort vor Cochem und dann geht's gleich nach Cochem. 15 Minuten. So, Jungs, wir haben es geschafft. Da hinten ist die Reichsburg, ja? Digga, ich fick da das ganze Gerät, Digga. Ey, es ist. Boah. Und bei ihm ja auch noch drin. Also, es ist insane, sagen wir es mal so. Schlafsack schön durchgenommen. So, ja, Bein wird immer sauberer, würde ich mal sagen. Boah. Ist ganz cool. Campingplatz ist da hinten, da ist jetzt unser Ziel hinzukommen. Hoffentlich haben die da noch irgendwas frei, mal gucken. So, Jungs, es ist gerade 19 Uhr, 19.30 Uhr, irgendwie sowas. Es regnet gerade schon wieder. Wir haben uns ein bisschen was geholt gerade und jetzt geht's wieder zurück ins Camp. Es geht gerade ab ins Wasser. Digga, das ist wärmer als draußen. Echt? Ja. Digga. Echt? Zeig mal. Das kann nicht kalt. Hey, das geht wirklich voll. Alter, ist das geil. Das ist einfach mal ein Abenteuer, muss man sagen. Warte. Ach, hier ist Sand. Oh, ich weiß nicht, ob ich mit einer Hand schwimmen kann. Ich teste es mal. Doch, kann ich. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein warmes Wasser gesehen. Das ist halt ultra geil. Einfach mitten in der Mulde. Ich weiß gar nicht, die Reichsburg ist quasi irgendwo dort hinten. Na, aber es ist übergeil. Muss man schon sagen. Es bockt ultra. Oh, guck mal, da kommt ein Partyschiff. Jo. Wir können Party mit denen machen. Alter. Guck mal, da kommt aber das fucking Partyschiff, Digga. Na, aber es ist ultra geil gerade. Es regnet so ein bisschen. Es ist eine gute Stimmung, sagen wir so, oder? Ja, Mann. Es ist fucking geil. Das wird das Thumbnail. Warte, mach mal so. Warte, noch ein bisschen, bis es in der Mitte ist. Ja, über dir. Ja. Perfekt. So, Leute, wir sind gerade im Zelt drinnen. Es ist ein relativ großes Chaos. Der Typ ist die ganze Zeit am Handy. Da vorne sind ein paar Sachen am Trocknen. Ich habe mir jetzt hier quasi an die Seite so ein paar Sachen gemacht. Und hier auch, damit ich ein bisschen mehr Platz nach oben habe. Ja, Jungs, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen. Hier kommt schon wieder irgendein Schiff vorbei. Richtig geil. So, Leute, es ist schon ganz dunkel für euch. Wir haben jetzt, glaube ich, 22 Uhr. Regnen tut es aber noch nicht. Ich stehe hier genau vor unserem Zelt. Vielleicht sieht man das hier. So, genau hier, da. Man muss sagen, Beine sind schon gut am wehtun. Aber
Hey, die Leute gegenüber sind halt alles so laut, ne? Das ist das einzigste Blöde an einem Campingplatz. Aber ich glaube, wir gehen jetzt pennen. Nein, wir gehen jetzt pennen. Und dann schauen wir mal, wann wir morgen aufgewacht werden, wa? Let's go.